Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Remake mit dem Ed. Auf YouTube läuft gerade das letzte Video hoch. Ich habe mir aber überlegt, machen wir trotzdem weiter. Ich habe Lust. Es ist bestimmt nicht mehr viel zu machen. Viel wird aber nicht mehr kommen. Andererseits, ihr scheint die Videos ganz gern zu gucken. Ich bin mir nicht sicher. Und mir fällt gerade was auf. als ich das letzte Mal gespielt habe, hatte ich im Hintergrund was anderes laufen, deswegen. Blub. So. Bilde ich mir das ein? Gibt keinen Sound. Okay. Also, wir machen weiter. Wir haben noch, ich weiß nicht wie viel. Die Dinger gehören zum DLC, die. Also Demos, die interessieren uns gerade nicht. Wir haben hier noch zwei Häuschen. Lausige Bauunternehmer. My love, you see what they've done? I couldn't stop them. I know, baby. We'll get this fixed in no time. Together. You are the new contractor? Good. Let's come in and estimate the damage. Please, I'm not sure what they've done with the fireplace. Could you check if it's still fine? We wanted this to be the living room. The kitchen, it's such a mess all around. It also looks like they finished nothing upstairs. Those will be our personal rooms. That's what they've been doing instead? Unbelievable. The floor is a total mess. Oh well. I've got a bad feeling about the terrace. Did they really push the sofa off the ramp? I cannot believe it. Ganz ehrlich, das sieht aus wie Baustelle. Immer noch. Fertig ist da nichts. Aber ich glaube, der Grundriss könnte mir gefallen. Ich habe ja für mich privat einen neuen Spielstand angelegt. Das ja, einfach so. Weil ich so ein bisschen vor allem beim Grundriss der jeweiligen Häuser ein bisschen rumprobieren wollte. Und das geht gar nicht, okay. Im Vergleich zu dem, was man hätte machen können, da, also auch ohne den DLC hier. Es ärgert mich ein bisschen, was ich aus den Gebäuden alles gemacht habe in diesem Let's Play. Aber nur ein bisschen. Schließlich kann ich sehr. Oh Gott, sieht das aus. Ich wünschte immer noch, es gäbe ein Rasenmäher. Wenn ich hier mal Hochwasser ist, dann haben die echt ein Problem. Mal gucken, was sie dann auch alles von mir wollen. Funktioniert doch noch, was will er denn? Farbe? Die könnten wir aber. Weiße Farbe.
sparen wir uns ein bisschen Geld, auch schön. So. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe jetzt nicht ewig noch mehr weiße Farbe. Zeit und Lust. Also Lust wäre jetzt nicht das Problem, aber... Behalten wir die Küche. Kaufen. Da hatte offensichtlich jemand keine Lust mehr. Ne? Wände streichen. Kram. Das heißt, ich muss es vervollständigen. Das finde ich nicht verkehrt. Okay. Aber was soll denn diese ganzen... Getränke-Reste. Ich nenne es jetzt mal Reste. Flaschendosen. Müll. Nachbarschaft? Auch schön. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es noch werden. Es kann sein, dass dies die letzte Folge ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich will euch ja noch nicht... Ach, das ist jede Menge weiße Farbe. Tapete. So viel Geld sparen. Wären das zwei Duschen? Nein, zwei Waschbecken. Okay. Ich wollte jetzt schon sagen. Es gibt zwar Badezimmer, die haben Dusche und Badewanne. Das ist halt eher so für Familien. Große Familien. Was ich mir übrigens beim Intro gedacht habe. Zum einen, er steht ziemlich unter ihrem Pantoffel. Dem Anschein nach. Und immerhin hatten sie so eine Art Tisch. Das waren so meine ersten Gedanken. Dann hätten wir das soweit, würde ich sagen. Also, Tapete, Dschungelfieber. Farbe weiß. Dann fangen wir mit der Farbe an. Tapeten. Ich würde sagen, die lange Wand da.
müssen wir jetzt echt mal gucken. Das ist doch nur diese. Ich bin gerade ein wenig irritiert. Was haben sich die Macher gedacht? Ich meine, es ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist seltsam. So, wo war noch weiße Farbe? Paneelen? Nein. Hier? Auch nicht. Dann. Den Eimer vielleicht mitnehmen sollen. Ich finde es gut, dass ich die Farbe jetzt nicht kaufen musste. Schließlich auch ins Geld. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen rumstiefe. Ich habe einfach nur eine kaputte Nase. Staubtrocken. Okay, was haben wir noch? Bodenfliesen, Fischgrätenparkett, dunkel. Hier ist es was anderes. Na gut. Das ist sogar eins von denen, die mir ganz gut gefallen. Das gefällt mir wirklich. Okay, dann. Symmetrisch, oder? Auch wenn das sehr fragwürdig ist. Deckenleuchte. Innenseite.
So, einmal schwarz. Dann Wand. Ein bisschen weiße Farbe mit rein. So. Also. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, Leute. Geht's auf, ist die Frage. Es geht auf, ja. Fällt da gerade noch was anderes ein? Das müssen wir noch streichen auf dem im anderen Zimmer. Das sieht nicht mal schlecht aus, das gefällt mir. Der Kontrast ist gut. Mag ich. Ich stehe auf dem Farbeimer. Sehr gut. Sehr gut. Schade, dass man keine Querstreifen machen kann. Die fehlen tatsächlich manchmal. Gut, das hätten wir. Deckenleuchte. Müssen wir erstmal in Möbel rein, sonst komme ich durcheinander. Okay. Orange. Es hebt sich halt vom Boden ab. Farbe. Fichte ist halt so blau. Du spiel du. So. Grammophon. Die waren. Na, wenn dann mit dem Papier, ne?
ist keine Musik, die ich höre. Sehr leeres Zimmer. Schreibtisch soll er. Ach so. Mit so einem Stuhl. Ja, ist klar. Eben das seine, ne? Dekorationen? Ganz schön teure Dekoration. Ein leerer Bilderrahmen? Passen, aber da ist jetzt natürlich die Uhr im Weg. Marmorsäule? Merkwürdig, was die für einen Geschmack haben. Aber meinetwegen. Okay, was brauchen wir? Palmen, Bodenbelag, Wandbelag. 10% ist fertig. Weitermachen fände ich nicht mehr schlecht. Und dann irgendwas Helles noch zum Ausgleich. Was war das gerade? Keine Bugs, bitte. So, was Helles, aber nicht weiß.
dunkles Zimmer. Wir richten uns nach den Wünschen der Kunden. Müssen wir halt schauen, dass die Möbel möglichst ein bisschen... Gott, die Farbkombination geht gar nicht. Schreibtisch. Der Rahmen darf ruhig dunkel sein, das ist okay. Jetzt so dunkel Gemälde. Flamingo-Blume, die darf dann ruhig rosa sein. Oder? So. Das. Sehr gut. Balkon. Wollen die nichts? Meinetwegen. Okay. Dann kann das weg. Das nehmen wir mal mit. Tschüss. Wandfliesen. Marmor nix. Grau, der Grau da.
Könnt ihr glauben, dass jetzt schon eine halbe Stunde vorbei ist? Es geht auf. Oh, danke schön. Boden fließen. Satoru. Nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist japanisch. Doppel-O. Da fehlt ein bisschen was. So, jetzt. Gut, das Bad. Schon, oder? Warum ist eigentlich immer so ein Jazz im Hintergrund bei diesem DLC? Gut. Badewanne. Direkt neben die Tür. Wie würdet ihr eigentlich euer Eigenheim einrichten? Wenn ihr jetzt... Entweder ihr habt schon eins, oder ihr kauft euch eins. Und sei es nur in der Theorie. Wie würdet ihr das... Ich meine, ich selber habe mir auch noch nicht die größten Gedanken dahingehend gemacht, weil es sowieso nicht passiert. Aber da ich ja den Builder Simulator habe und in der Theorie ein Eigenheim bauen kann, kann ich zumindest ein bisschen rumprobieren. Ist auch lustig, dass die billigste Einbaudusche jetzt hier verbaut wird. Und ja, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht fertig werden. Aber was soll's. Machen wir nächstes Mal weiter. Dann gibt es zumindest noch eine Folge. Gut, dann Waschbecken. Zwei Stück. Bisschen Farbe brauchen wir. Waschbecken montiere ich ehrlich gesagt nicht sehr gerne. Die sind nervig.
Bei der Reihenfolge können sie sich auch nicht entscheiden. Einrichten. Ist das die Höhe? Zwei Spiegel, Handtuchhalter. Steht falsch rum. Egal. Seifenspender. Das hat doch gar keinen Platz. So. Und W-Tür. Können wir reingucken. Boden fließen. Wir wollen alles so dunkel haben. Warum? Das haben wollen. Also ich meine ein paar dunkle Stellen, okay, aber doch nicht alles. Doch nicht alles. Ganz kurz. Ist sogar besser gewesen. Wir machen jetzt eine Wand so, damit wir es ein bisschen freundliche Farbe drin ist. Das hätten wir vorher machen sollen. Egal. Was braucht man? Was ist... Ich würde mal tippen, begehbarer Kleiderschrank. Offensichtlich. Was noch? Oh. Oh.
das Ding zweimal. Okay, das heißt, mal wieder komplett vollpacken. Ich weiß nicht ganz, warum man das so machen sollte. Haben die so viele Klamotten oder was? Dann passt es nicht mal richtig. Naja, jedem das seine, ne? Aber... Für den Fußsocker ist ja gar kein Platz mehr. Das war der falsche. Egal. So. Viertelstunde haben wir noch. Es ist immer noch lustig, dass man schlafen gehen kann. Für was auch immer. Nachttisch. Zwei Kronleuchter? Wieso zwei? Merkwürdig. Wenn sie meinen. Wenn sie meinen. Räumen den Müll auf? Ach, die Lampe. Streiche weiß. Gerade hier im Luxury DLC denke ich mir manchmal einfach Wände einreißen und Platz schaffen. Aber ich glaube, dann ist der Auftrag kaputt und nicht mehr so zu beenden. Ich weiß es nicht, ich traue mich nicht, das auszuprobieren. Könnte ich ja vielleicht in meinem privaten Replay machen. Mal gucken, wenn ich mal Lust habe.
So, das hätten wir. Farbe weiß. Ich mach das jetzt einfach. Ja, doch, zählt. Leer. Ich glaube, wir werden nicht viel mehr als die Wände noch schaffen. Play dem beilaufen würde, hätte ich Fullmetal angeschmissen. Fullmetal Alchemist, das ist heute der 3. Oktober. Und am 3. Oktober, beziehungsweise das Wochenende davor oder danach, je nachdem wie es fällt, ziehe ich mir immer die Serien rein, so viel wie geht. Stand zu diesem Zeitpunkt, die 2003 Serie ist fertig, inklusive dem Shambhala-Film. Dann haben wir uns gestern noch den Realfilm angesehen, den ersten von 2017. Bei Brotherhood habe ich heute Volume 7, Disc 1 angefangen. Das heißt, wir sind bei Folge... Ja, die Anfang 50er sind wir. Das heißt, da fehlt auch nicht mehr viel. Und dann haben wir theoretisch noch die UFA. Die 4 kurzen Folgen. Und den Star von Milos. Star of Milos heißt der Film. Der leider nicht so toll ist. Allein wegen der Synchro. Die Synchro. Wobei, die geht sogar noch. Das Schlimmste ist das Dialogbuch. Oh! Ich muss mich mal kurz darüber aufregen, dass Alphonse Edward als Alter bezeichnet. Das ist so grausam und kommt sonst niemals nirgends vor. Nirgends. Nicht in der Serie, nicht im Manga. Nischt. Ich muss den wegschmeißen. Oh! Ich habe den Film letztes Jahr das erste Mal seit langem wieder gesehen und ich habe mir nur gedacht, holy moly. Es geht einfach nicht. Nein. Und Fun Fact. Beim Realfilm, Netflix-Produktion übrigens, im Abspann bei den Credits, haben sie Alphons Namen falsch geschrieben. Da schreiben sie es mit F und nicht mit PH, wie es original ist. Frechheit ist das. Eine absolute Frechheit. Anderthalb Eimer haben wir jetzt schon verbraucht. Gerade fragen. Okay. Wir könnten eigentlich noch schnell Boden. Schon wieder so dunkel. Ich meine, stilvoll
ist es ja. Das bezweifle ich jetzt nicht, aber es ist einfach grundsätzlich zu viel. Sieht so billig aus. Gottes Willen, das ist so ein Muster, das würde ich persönlich niemals benutzen. Das ist so ein richtiger Oma-Stil. Nee, sorry, aber... Das mag für manche hübsch sein, für mich nicht. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren sagen, wenn ihr derselben Meinung seid. Oder auch nicht. Wenn euch das gefällt, ist das euer gutes Recht. Ich rede nur von mir. Laminat. Was auch immer das für ein Muster sein soll. Dann war das Absicht. Ich dachte, da wäre die Wand kaputt. Naja, okay. Meinetwegen, hier das seine. Zwei fehlen? Viel. Hä? Darf ich jetzt Rätsel raten? Dort wäre es gewesen, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Nur wegen einer Platte muss ich immer so viel kaufen. Ich bin verwirrt. Aber okay. Egal. Das Erdgeschoss machen wir beim nächsten Mal weiter. Eine Folge gibt's noch und danach entscheiden wir, ja? Gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. So viel wie noch möglich ist. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir was auf. Vielleicht mache ich auch einfach fertig. An dieser Stelle, danke fürs Zugesehen haben. Schaut gerne in meine anderen Videos rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Beim nächsten Mal das Erdgeschoss. Bis dahin. Und... Bye bye.